Ich erzähle ein bisschen was über G Suite. Und für mich so als Freelancer ist immer so das Problem, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Was gibt es für Entwicklungen? Ohne teilweise, dass ich direkt reingehen muss und alles ausprobieren muss. Aber es ist schon ziemlich aufwendig, weil G Suite mittlerweile auch ziemlich gewachsen ist. Und ein paar Dinge, die neu sind, habe ich mir angeguckt, beziehungsweise einfach mal so die, was sich in den letzten, sagen wir mal, 3, 3,5 Monaten getan hat bei G Suite. Und ein, zwei Dinge habe ich dann auch selbst mal ausprobiert, endlich mal. Zum Beispiel das hier, weil ich zufälligerweise das aufhab. Das ist eine Website, die ich mit Google Site gemacht habe. Die läuft auf meiner Domain, also frank-hamm.com, auf einer Subdomain. Und das Ganze habe ich zusammengeklickt in G Suite. Relativ schnell. Das erste Mal, aber dazu dann gleich. Ja, auch in Windows kann man das machen. So, ich erzähle ein bisschen was zu mir ganz kurz, Frank Hamm. Ich berate ein bisschen was zu dem Thema Digital Workplace und Co. Aber wie komme ich überhaupt an die Updates? Es gibt schon lange Zeit das G Suite Updates Blog, wo Google eigentlich ständig die Ankündigungen reinhängt, was sich an der G Suite ändert oder was es Neuigkeiten gibt. Das sind teilweise 3, 4 Sachen oder andersrum. Ich würde mal sagen, 1 bis 2 in der Woche kommen da an Änderungen teilweise, an Ankündigungen. Da steht dann auch immer dabei, okay, welche Versionen der Tarife betrifft es. Also es gibt ja das G Suite Basic, Business und Enterprise. Da steht dann eben für jede Änderung, welche Version des Tarifs betrifft es, um welche Apps oder Funktionen gibt es, welche Releases gibt es. Also jetzt weiß ich gar nicht, wie bei Google das genannt ist. Also es gibt ja diesen Early Adopter, ich weiß nicht, wie es auch bei Google heißt momentan, so ein Early Access Program und den normalen, wer ist davon betroffen und ein Zeitplan beispielsweise. Das heißt, das ist eigentlich die zentrale Quelle. Die haben jetzt mittlerweile auch eine Site angelegt, beziehungsweise eine Seite angelegt, wo das tabellarisch aufgeführt ist, nach App oder Funktion, in welcher Kalenderwoche und mit einem Link auf, zurück dann auf die entsprechende Seite, nach dem entsprechenden Produkt. Ist eine Tabelle. Eine ganz Dummy-Tabelle mit welche App ist betroffen, also welcher Dienst ist betroffen, in welcher Kalenderwoche und was für ein Thema. Und bei dem Thema steht dann auch dabei ein Link auf den entsprechenden Eintrag im G Suite Update-Blog. Das ist eigentlich in dem Google Support-Bereich. Und in diesem Google Support-Bereich ist dann eine Seite, sozusagen, wo diese tabellarische Aufstellung nochmal mit ist. Wer kennt schon das neue Gmail? So gut wie alle. Wer es noch nicht kennt, wird bis Ende des Quartals es kennenlernen, weil dann wird umgestellt. Also man kann es aufschieben, aber es kommt auf jeden Fall für die G Suite-Nutzer. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich benutze es seit von Anfang an und es gibt ein paar Dinge, die ich lange vermisst habe. Ich meine, das eine oder andere wird der Martin schon lange nicht mehr vermisst haben, weil er ja schon Inbox benutzt seit langem. Beispielsweise kann man Mails zurückstellen. Also man kann sagen, okay, bitte liefern die Mail mir erst morgen wieder aus oder nächste Woche oder heute Abend. Und dann wird die mit einem Label versehen, wird sozusagen versteckt als Label irgendwo aufgeführt. Und dann an dem Tag oder an dem Zeitpunkt poppt die im Posteingang wieder auf mit einem entsprechenden Hinweis zurückgestellt gewesen. Mittlerweile kann man hier auch mit dem Mouse-Over-Effekt auf der einzelnen Mail, wenn man in dem Augenblick mit der Maus beispielsweise drüber geht, kriegt man Symbole, um sie zu löschen oder zurückzustellen, die Mail. Das heißt, man muss nicht mehr in die Mail reingehen oder muss erst selektieren, sondern kann direkt rauslöschen. Was sehr schön ist mittlerweile, es gibt hier eine, ich nenne es mal Sidebar auf der rechten Seite, wo man den Kalender einblenden kann, Google Tasks und Google Notizen einblenden kann und auch Dritt-Apps von anderen Anbietern anbinden kann. Das heißt, ich habe meine Mail und habe rechts beispielsweise den typischen Fall, da ist eine Mail, der fragt, ob wir uns treffen können. Ja, Moment, wie sieht es denn mit meinem Kalender aus? Klappe ich einfach hier auf der Seite auf und kann es dann wieder zuschließen, um zu sehen. So wichtige Dinge, dass ich die nicht verpasse, wie zum Beispiel, nee, geht nicht heute Mittagspause, weil Amazon Prime Day. Antworten beispielsweise, Erinnerungen, also sprich, Google erinnert mich, hey, da ist eine Mail, da hast du noch nicht drauf geantwortet. Die lummert irgendwo rum und dann erkennt Google mit großspurig Artificial Intelligence, erkennt, da hast du noch keine Antwort geschrieben, hey, willst du nicht mal antworten, weist mich darauf hin.
was beim Deutschen nicht so gut funktioniert, was auch nicht so gut funktioniert, ist beispielsweise eine Antwort vorzuformulieren. Drei Schnellantworten, die dann unten, wenn man die Mail geöffnet hat, aufpoppen als kleines Label und sagen, ich kann nicht, ich antworte später. Bei englischen Mails funktioniert es einigermaßen oder manchmal, bei deutschen Mails halt noch nicht. Ja. Hat Google irgendwann angefangen, dieses Feature in Englisch anzubieten? Also in der App vor allen Dingen. Und ich hab da die Zahl nicht im Kopf, aber die war unglaublich hoch. Also millionenfach nutzen die Leute diese vorgefertigten, also sie haben dann sozusagen gemessen, wie häufig nutzen die Leute als Antwort auf die E-Mail das, was wir ihnen vorgeschlagen haben. Und das war absolut krass. Also in Englisch ist das so, dass eine zweistellige Prozentzahl der E-Mails wird quasi mit von Google vorgefertigten Antworten beantwortet. Schon, also wenn ihr das noch nie gesehen habt, loggt euch mal in das Google ein, guckt euch das an. Ist tatsächlich so, dass es bei englischen Mails deutlich besser funktioniert. Also ich habe es bei deutschen Mails noch gar nicht gesehen. Ich habe es echt nur auf Englischen bisher gesehen. Aber wie auch immer. Ja, eins habe ich schon erwähnt, Google Tasks. Das gibt es ja schon lange, aber es ist irgendwo verschwunden. Ja, es gibt es eigentlich nur im Desktop mehr oder weniger. Mittlerweile gibt es das eben bei Gmail auf der rechten Seite in Sidebar, kann man die Tasks mit einer schönen ansprechenden Oberfläche machen und es gibt auch mobile Apps. Das heißt, man kann Aufgaben verwalten, wobei die sehr eingeschränkt sind. Also ich kann beispielsweise mit Google Tasks nicht im Team arbeiten. Das heißt, die Aufgaben, die Tasks sind nur meine Aufgaben. Ich kann nicht beispielsweise einen Task jemandem zuweisen. Ich kann keine detaillierteren Angaben zu der Task machen. Also ist ziemlich einfach. Ich vermute aber oder ich würde mir wünschen, dass sie das teamfähig machen und auch wirklich so ähnlich aufbauen, wie das beispielsweise Asana oder Todoist machen, dass man auch wirklich damit produktiv arbeiten kann im Team beispielsweise, mit Zuweisungen, mit Due Dates und dergleichen. Aber derzeit nicht. Wer aber alleine seine Aufgaben ein bisschen mitarbeiten will, für den ist das vielleicht ganz passend. Und vor allen Dingen, es ist auch ein Kerndienst von Google, also mit einer Verfügbarkeitszusicherung. Und das Ähnliche ist Google Notizen, das war vorher schon beim Screen vom Martin kurz zu sehen, also sprich kurze Textnotizen oder Bildnotizen hänge ich irgendwo rein. Damit kann ich, die kann ich dann auch teilen beispielsweise. Ist auch ein Kerndienst, das heißt, ich habe eine gesicherte Verfügbarkeit, wenn ich mit G Suite arbeite. Und ich kann Labels verpassen, hier irgendwelche Labels beispielsweise, ich kann sie archivieren, kann sie wegwerfen. Wer erwartet jetzt, ich habe was Ähnliches wie OneNote, ist nicht. Es ist ein Text und Bilder eigentlich im Wesentlichen. Es ist auch eingeschränkt beispielsweise wirklich nutzbar mit Chrome. Also da sage ich, da müsste Google ein bisschen nachlegen, dass man auch mit einem anderen Browser das wirklich nutzen kann. Man kann es zwar aufrufen, aber man beispielsweise einfach mal eine Seite dann reinhängen oder sowas, einfach mit dem PIN oder dergleichen. Da hapert es noch ein bisschen. Aber wer eben beispielsweise mit dem Chrome-Browser sowieso arbeitet, kann er gut machen. Ja? Was kann denn OneNote, was dich so begeistert? Also ich habe jetzt das gesagt, es ist kein OneNote, aber mir... Also Evernote und OneNote können beispielsweise Seiten importieren oder Dokumente. Also ich habe es zumindest noch nicht geschafft. Ich kann hier beispielsweise keine PDF reinhängen. OneNote oder Evernote hänge ich einfach ein PDF mit rein und ich kann sogar innerhalb der Anwendung oder im Browser, kann ich mir die PDF angucken oder das PDF, die PDF-Datei. Das funktioniert da so nicht. Also es ist ein bisschen reichhaltiger, sage ich mal, vom Dateiformaten zum Beispiel von der Unterstützung her. Wenn ich über Betriebssysteme arbeite, bin ich immer darauf angewiesen, ich habe irgendwo jemanden mit Chrome und aber es funktioniert gut. Google Kalender, da gab es ein paar Änderungen. Erstens, Ende letzten Jahres gab es einen Facelift, einfach was jetzt bei Gmail auch ein bisschen nachgezogen wurde. Es gibt jetzt mittlerweile viele kleine Möglichkeiten, die immer mehr nachgezogen werden. Und das kommt dann jedes Mal mit einem entsprechenden Blogbeitrag. Beispielsweise kann ich, wenn ich einen Termin habe,
und habe eine Terminänderung. Also sprich, ich habe 5 Leute eingeladen und jetzt muss ich aber sagen, oh, nicht um 16 Uhr, doch erst um 16.30 Uhr. Dann kann ich eben mit einer kurzen Nachricht den Terminänderung versehen und kann sagen, sorry, aber der Vortragende kommt erst einen Flieger später und wir können es erst um 16.30 Uhr machen. Das ist dann nicht Bestandteil des Termins, sondern ich bekomme in der Mail eine kurze Anzeige, wo die Terminänderung ist, warum zum Beispiel oder welchen Text ich eingegeben habe. Ist manchmal ganz nett. Also ich kenne, früher konnte man auf externe Kalender einlegen, das ist irgendwie nicht mehr verfügbar. Ist dir das bekannt? Wie, was, ja, externe Kalender? Ja, wenn ich zum Beispiel auf einem anderen System noch einen Kalender bediene, dass ich sage, ich will den jetzt hier bei Google einhängen, dass ich die da auch sehe, die Termine. Geht ganz normal. Neuen Kalender hinzufügen, dann gebe ich die Webadresse ein oder ich importiere eine ICS-Datei. Funktioniert ganz normal. Kannst du mir gleich mal zeigen, danke. Ja. Eine Möglichkeit beispielsweise, das sind alles so kleine Gimmicks, wo Google ständig dran arbeitet, ist, dass ich einen Termin anlegen kann mit der Kennzeichnung außer Haus. Das heißt, ich lege dann zum Beispiel einen Termin ein, jetzt wäre der 16. passend gewesen, ab 12 Uhr bis 16 Uhr bin außer Haus. In Wirklichkeit habe ich natürlich nach Prime Day Angeboten geguckt. Wenn eine Terminanfrage für so einen Zeitraum kommt, geht Google automatisch hin und lehnt den ab. Das heißt, ich muss mich nicht drum kümmern, weil es gibt ja Kollegen beispielsweise oder Externen, die den Terminkalender nicht einsehen können. Die schicken dann eine Terminanfrage, obwohl ich nicht da bin oder obwohl Kollegen beispielsweise sehen, ich habe einen Termin eigentlich. Und so kann ich das als Außerhaus beispielsweise kennzeichnen und der Termin wird automatisch abgelehnt. Ich muss mich gar nicht drum kümmern, eine Ablehnung schreiben. Ich kann Sprechstunden eingeben. Das heißt, ich kann sagen, Länge 30 Minuten von 14 bis 16 Uhr habe ich Sprechstunde. Und dann verschicke ich einen Link. Leute rufen den Kalender auf und sagen, oh, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Uhrzeit habe ich gesagt, 15 Uhr, 15 bis 15.30 Uhr möchte ich einen Termin bei dir haben. Kann also im Prinzip schon direkt einen Termin aussuchen. So was Ähnliches, wie das mit Doodle teilweise möglich ist oder mit Calendly. Mittlerweile gibt es auch, wenn die Räume entsprechend angelegt sind, kann Google sogar hingehen und sagen, okay, der Frank Hamm war jetzt normalerweise im Raum 14 oder im Raum Honolulu, der macht jetzt wieder eine Besprechung mit 14 Leuten, dann schlage ich direkt den Raum Honolulu wieder vor. Das heißt, ich muss den gar nicht raussuchen, sondern er wird mir vorgeschlagen und ich kann akzeptieren oder einen anderen aussuchen. Das sind so kleine Unterstützungen. Bei mir als Freelancer lohnt es sich nicht, aber okay. In einem Unternehmen ist das mit Sicherheit hilfreich. Ja, Google Meet hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, ist ja die Ablösung von Hangouts, also für die Konferenzlösung, wo man Hangouts früher immer benutzt mit hat, auch ein Kerndienst. Der Switch ist eigentlich deswegen gekommen, weil sie damit auch andere Browser wirklich gut unterstützen wollen, ohne dass irgendwas installiert werden muss. Das ist ja das Thema zum Beispiel mit JoinMe oder mit anderen Lösungen, Skype for Business beispielsweise. Man hat immer irgendetwas, was man lokal installieren muss. Wenn man über WebRTC aber beispielsweise eine Videosession aufbaut, braucht man nichts installieren. Soweit die Theorie. Bei mir haben Google Meet Meetings eigentlich immer nur mit Chrome funktioniert. Also wenn jemand anderes dann einen Firefox hat oder ich einen Firefox hatte, hat es meistens nicht funktioniert, den Screen von Firefox zu übertragen, also die Videoaufnahmen. Da hat es dann gehangen. Internet Explorer und Safari sollen auch noch kommen, also die Unterstützung. Also es ist ganz klar der Weg, es gibt nur noch Google Meet als Konferenzlösung und die wird dann auch beispielsweise oder die unterstützt beispielsweise auch Drittplattformen, über die man dann, wenn man das andere Unternehmen Skype for Business einsetzt, dann beispielsweise eben ein Google Meet durchführen kann, wo die im anderen Unternehmen sitzen, die Skype for Business haben. Und das wird mit unterstützt. Kennt jemand Jamboard? Also kennen heißt, ja, weiß was. Kennt jemand Surface Hub? Ja, also sind beides eigentlich gleiche Lösungen, nicht dieselben, aber die gleichen. Jamboard ist sozusagen als Reaktion oder Antwort auf Surface Hub entstanden. Surface Hub und Jamboard sind einfach Whiteboards auf dem Display, wo man gemeinsam drauf agieren kann. Das heißt, ich kann dann beispielsweise hier sagen, ja, machen wir mal einen Kreis hin und da sagt ein anderer,
der aber in einem anderen Raum sitzt oder auf einem anderen Kontinent und sagt, ah, ich mache aber hier ein Dreieck und ich habe hier eine Anmerkung. Und der benutzt zum Beispiel eine iPad-App, also eine iOS-App oder eine Android-App. Das heißt, man kann gemeinsam skizzieren, mitarbeiten. Kostet, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube $3,999 derzeit offiziell im Shop von Google nur für, also es ist eine Hardware-Lösung, die meines Wissens von BenQ kommt, gibt es derzeit offiziell nur US und UK. Man kann es irgendwie doch kriegen, aber offiziell glaube ich nur UK und US. Wird mit Sicherheit auch irgendwann in Deutschland kommen. Bitte? Wie mit so einem Pixelbook, sag ich. Genau. Google Groups for Business gibt es. Habe ich jahrelang nicht mehr dran gedacht, dass es die überhaupt noch gibt. Aber Google Groups gibt es seit, ich glaube, 2001. Kennt ihr alle Google Groups? Wer kennt Google Groups? Oder so ein bisschen, ja. Also im Prinzip ist das Usenet wurde damals mehr oder weniger gekapert schon fast, oder die Datenbestände von Google wurden übernommen und in Google Groups eingebaut als Datenbestand. Also im Prinzip waren das früher Mailinglisten in den Anfängen des Internets mit vielen wertvollen Informationen. Im Prinzip sind es Diskussionsgruppen oder Foren, wo man eben Dinge besprechen kann, auch threaded, also mit einem Kommentar-Thread arbeiten kann, was bei vielen Chat-Systemen nicht geht. Das gibt es auch als Kerndienst für die G Suite und das wird auch eingesetzt von manchen Unternehmen, um zum Beispiel Support zu leisten. Das heißt, ich kann nicht nur innerhalb des Unternehmens eine Gruppe aufmachen, sondern ich kann auch sagen, die Gruppe darf benutzt werden von Externen und ich kann Externe einladen. Und wenn ich dann beispielsweise einen Kunden habe, dann lade ich den zu einer entsprechenden Gruppe mit ein und dann kann ich dort Support leisten, Supportanfragen bedienen, ohne dass man jetzt gleich wieder das Jira beispielsweise braucht. Für den Kunden. Da gab es jetzt beispielsweise Verbesserungen für die Einstellung von Privatsphäre. Also sprich, dass nicht versehentlich eine Gruppe angelegt wird, die dann plötzlich im Internet erreichbar ist. Ja, auch bei den Admin-Funktionen tut eigentlich Google ständig was ändern oder verbessern. Also es gibt jetzt mittlerweile schön aufgebaute Statusberichte über die Verfügbarkeit, auch in einem anderen Aufbau. Man kann Desktop- und Mobilgeräte verwalten. Das ist ja immer ein Unternehmen, gerade in größeren oder ab einer gewissen Größe, immer so ein Knackpunkt. Ja, wer weiß, was meine Mitarbeiter mit den Geräten machen oder was sie da drauf machen. Das Thema hatten wir ja eben auch beim Chromebook von Martin. Es gibt Quarantäne-Regeln, die ich anlegen kann, wo ich eben beispielsweise sage, aufgrund von bestimmten Kriterien wird das einfach in eine Quarantäne gelegt, werden Mails reingehängt. Es gibt Google Vault, also im Prinzip Aufbewahrungsregeln für mittlerweile sehr viele Dienste, nicht nur Mail, sondern auch Google Drive, für Google Hangouts Chat, glaube ich, mittlerweile, wo man sagen kann, das wird einfach in den Vault archiviert im Prinzip. Mittlerweile gibt es auch für die G Suite gibt es Google Takeout, eigentlich eine mittlerweile einige Jahre alte Lösung. Wer kennt Google Takeout? Also man geht auf eine Website und sagt, okay, ich will alle meine Daten und dann kann man seine Daten, die man bei Google hat, kann glaube ich noch vorher auswählen, runterladen. Das gab es für Privatnutzer schon lange, gibt es jetzt auch bei Unternehmen und man kann auch als Unternehmensadministrator festlegen, die Benutzer sollen das selbst machen dürfen, ihre eigenen Daten runterladen oder eben nicht. Was ich schon immer wusste, was es gibt, was ich aber nie benutzt habe, außer irgendwelche Formulare auszufüllen, ist eben Google-Formulare. Das heißt, man kann mal schnell eine Umfrage oder eine Auswertung machen. Die Antworten werden oder können abgespeichert werden in der Google-Tabelle, sodass man die auch beispielsweise als Excel ausgeben kann und kann damit weiterarbeiten. Ich habe es vorher nicht benutzt, jetzt habe ich es einfach mal ausprobiert und habe beispielsweise so ein Feedback-Formular für einen Vortrag entworfen, zum Beispiel für heute. Das Ganze, obwohl ich mit Google-Formulare vorher nicht gearbeitet habe, hat gedauert. Okay, ich habe mir natürlich überlegen müssen, was für Fragen. Es gibt entsprechende Vorlagen, habe ich mal eins ausgewählt. Weiß nicht, 20 Minuten oder so. Fürs erste Mal, wo ich es noch nie benutzt habe, fand ich das schwer okay. Und man kann im Prinzip die Fragen oder Antworten einfach hinzufügen, kann es anpassen und kann damit eine Kundenumfrage machen oder es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Reservierungen zu machen. Also man könnte sich vorstellen, ich benutze das im privaten Umfeld jetzt mal testweise, eine Reservierung für ein Seminar oder beispielsweise. Ist das für offline oder online? Online. Das heißt, du kriegst auch nachher eine Auswertung. Es gibt hier einen Tab Antworten. Da sehe ich Zusammenfassungen,
Ich sehe aber auch Einzelantworten, wo ich durchblättern kann, was bei 100 Antworten natürlich ein bisschen blöd ist. Aber ich kann angeben, hier über die Einstellungen, irgendwo in den Einstellungen kann ich angeben, dass die Antworten in eine Google-Tabelle geschrieben werden. Und da kann ich alles Mögliche mitmachen. Ich kann filtern, ich kann einen Serienbrief draus machen, also ich kann auch, ich sag mal, online to print machen, indem ich sage, okay, ich drucke was aus und versende das beispielsweise. Und jetzt haben sie beispielsweise eingeführt, dass man überhaupt so ein Theming machen kann. Bei mir waren es natürlich Weinberge, weil ich aus Rheinhessen komme. Google Sites. Ich habe das alte Google Sites, also mittlerweile gibt es ein neues Google Sites, um Websites zu erstellen mit Google. Das alte habe ich vor 5, 6 Jahren angefasst und gleich wieder fallen lassen, was einfach schrecklich war, so zumindest meine Erinnerung. Jetzt mittlerweile gibt es das neue Google Sites, ich weiß nicht seit wann, ich würde mal schätzen seit einem Jahr oder so, also es ist angelaufen. Man kann auch, glaube ich, neue Sites nur noch in den neuen Sites anlegen. Gibt auch, darauf bin ich, glaube ich, gestoßen, weil es so einen Migrationspfad oder so einen Kopierpfad gibt, wo man sagt, man hat eine alte Site und die kopiert man jetzt in eine neue rein. Ich habe einfach mal eine neue angelegt. Auch da ähnlich mit Google Formulare. Es ist wirklich, ich klicke was, schiebe es rüber, also sage einfügen. Ich habe Textfelder, Bilder kann ich einfügen, Kopfzeile, ich kann ein Logo auf der linken Seite reinpappen und ich kann alle möglichen Google-Inhalte einbetten. Solange ich mit Google arbeite, wunderbar, ich kann dann beispielsweise auch meinen Kalender reinhängen und wer das dann betrachtet innerhalb seines Browsers, bekommt den Kalender natürlich so angezeigt, wie die Rechte sind. Das heißt, ich kann meinen privaten Kalender beispielsweise so einstellen, dass die Verfügbarkeitszeiten angezeigt werden, aber nicht die Termindetails. Wenn ich aber beim Kalender zum Beispiel gesagt habe, innerhalb des Unternehmens, sie dürfen das angucken, dann sehen Mitarbeiter, die da drauf gucken, ah, da ist mein Kalender. Oder ich könnte sagen, ein Veranstaltungskalender beispielsweise vom Unternehmen. Ich kann Umfragen reinhängen, solange ich mit Google-Sachen arbeite, auch Dokumente, Tabellen kann ich alles reinhängen und die Berechtigung zieht, sodass ich das auch bearbeiten kann, wenn ich die Rechte habe. Das war's. Die Präsentation und diese kleine Umfrage gibt es auf gsuite.frank-hamm.com. Und das ist eine Subdomain. Die Konfiguration habe ich das erste Mal gemacht. Geht auch innerhalb von ein paar Minuten, wo man sagt, okay, man muss einen DNS-Eintrag machen, einen CNAME und dann ist die Sache erledigt. Dann kann ich meine eigene Domain verwenden für eine solche Site. Gut. Gibt es noch Fragen von euch? Zu den Updates oder Ergänzungen, wo ihr sagt, das ist bemerkenswert, was jetzt gerade sonst noch so neu passiert ist? Ja, ich würde noch mal sozusagen so in einer Nussschale, gib mir doch mal 2 Tipps, wie ich mich mit möglichst wenig Zeit möglichst effektiv darüber informiere, was du das nächste Mal bei so einem Vortrag vortragen wirst. Also gehe ich dann zu G Suite Updates und lese die oder gibt es irgendwie... Also ich gehe auf G Suite Updates. Das ist sozusagen meine zentrale Quelle. Klar, es gibt natürlich auch einen Google Watch Blog oder es gibt andere Blogs oder es gibt Twitterer, die mal was loslassen oder irgendwelche Medien, die was loslassen, aber das ist verlässlich, da stehen die Release-Dates da. Wenn ich wissen will, was ist denn im Busch so in einem halben Jahr, okay, da kann ich natürlich andere Quellen anziehen, aber ganz ehrlich, ist es das wert, die Zeit darauf zu verwenden und mir fällt es als Freelancer schon schwer genug, einen Überblick zu behalten über das ganze G Suite, was mittlerweile wirklich groß geworden ist. Es gibt dann, ja. Ich wollte gerade sagen, also Google hat ja mittlerweile die ganze Community dafür redesigned, also wo alle Feature-Requests und so weiter landen. Da bekommst du ja die gesamte Roadmap immer als Video im Quartal ausgeliefert. Was bei uns noch häufig genutzt wird, gerade von den Admins für das Rapid Release, du kannst dir einen Kalender mit den ganzen Release-Schedules hinzufügen. Es gibt, glaube ich, 4 Kalender oder so dazu für die verschiedenen Release-Zyklen. Und dann hast du halt alles direkt in deinem Kalender drin und siehst, wann welches Feature wirklich live geschaltet wird. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung als Betroffener. Ich benutze sowohl die G Suite als Selbstständiger als auch Office 365. Und im Vergleich zu Office 365 oder zu mal ganz pauschal Microsoft ist die Kommunikationsart, die Art und Weise, wie Google mit Änderungen umgeht und vor allen Dingen, wie sie kommuniziert, ist um Klassen besser als wie bei Microsoft. Microsoft wirft alles Mögliche raus
macht irgendeinen Blogartikel auch noch, aber es ist dann immer nicht ganz klar, ja, ja, kommt in den nächsten Monaten, ja, wann denn nur? Und dann kommt irgendwie die Information an, jetzt ist es. Und dann wirst du zugeschwemmt in der Admin-Oberfläche von Office 365, wo du plötzlich eine Liste von 30 Nachrichten hast an Änderungen innerhalb von der Woche, wo ich dann sage, okay, da soll ich mir jetzt alles durchgucken und ein Teil ist vollkommen irrelevant. Da finde ich das einfach passender bei Google. Auch besser geschrieben. Genau. Um das vielleicht noch zu vervollständigen, für die ganz großen Updates gibt es noch das Google Keyword. Ne? Also wie heißt der? Also es gibt noch so einen großen Announcement-Blog, wo Google-weite Themen bespielt werden. Und da die richtig großen G Suite-Updates, die kommen da auch nochmal mit rein. Dann. Also wer sich generell für die Google-Welt sozusagen interessiert, auch für diese Hardware-Updates und so weiter, der kann da nochmal schauen. Da gibt es ein großes Announcement-Blog, wo man sich auch informieren kann. Ich habe nochmal eine Frage. Die Webseite, die hat ja jetzt auch ein Zertifikat. Wie hast du das da reingestellt? Diese G Suite, also diese hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also frank-hamm.com ist meine Domain, da habe ich ein Zertifikat dafür. Das ist all-inclusive, also ein ganz günstiger Hoster in dem Fall. Und alles, was ich gemacht habe, die Site verpasst mit der Subdomain bei Google und anschließend dafür eine Umleitung, eine CNAME angemacht. Aber die steht letztlich Krypt-Zertifikate. Ja. All-inclusive verwendet Let's Encrypt-Zertifikate. Vielleicht kann ich das zumindest für Google-Subdomains nochmal beantworten. Ich vermute mal, dass es bei Pages so ähnlich funktioniert wie bei der App-Engine. Wenn man da seine Domain hinterlegt und sich nicht selber um ein Zertifikat kümmert, dann hat Google eine eigene CA und stellt daraus ausgehend dann Zertifikate aus und kümmert sich dann auch selber um das Renewal. Also wenn man Domains eben für diesen Google-Kontext benutzt und dahin pointet, dann ist man die Sorge auch an der Stelle los. Und vielleicht nur mal kurz zum Durchblättern, da ist dann embedded im Prinzip die Präsentation. Die Umfrage habe ich einfach mal reingehängt und da habe ich zum Beispiel einen Kalenderüberblick reingehängt. Also geht wirklich mit Klick und Klack, wenn man mal schnell irgendwelche Announcement hat oder zur Information oder wo Leute irgendwas eintragen soll, schnell gemacht. Und man kann auch mehrere Seiten anlegen. So, wir haben dann noch eine letzte Frage im Publikum. Ist eigentlich keine Frage, sondern nur ein Hinweis gerade bei den Sites, ja, weil du jetzt das ja präsentiert hast als Kanal nach außen, aber gerade intern finde ich das sehr hilfreich, ja. Also wir haben uns da einfach mit diesen Sites ein individuelles Dashboard gebaut, um eben auf die ganzen Google-Produkte dementsprechend zugreifen zu können und du baust dir halt eben dann eine eigene interne Seite, die halt rechtespezifisch immer dementsprechend angepasst wird und du kannst halt dann eben oben siehst du ja auch die unterschiedlichen Unterseiten oben rechts, kannst da Projekte zuordnen und dementsprechend für verschiedene Projekte die Google-Produkte dort halt über einen Shortcut sozusagen halt präsentieren und dadurch ist es halt ein sehr praktisches Dashboard. Ja. Gut, dann vielen Dank, Frank.